Hi, ich bin Linda. Und ich bin Kaya und wir sind die Fitnessschwestern. Wir testen heute für euch Hammock. Hammock ist ja eigentlich eine Hängematte, deswegen bin ich mal gespannt, wie man daran überhaupt Sport machen kann. Und vor allen Dingen, ob es wirklich anstrengend wird. Los geht's. So, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Und einmal Hampelmann auf. Zwei. Umhalten. So hoch ihr könnt halten. Und ganz, 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 ganz langsam. Erst die Schultern ablegen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das auch so hinbekommen. Ja, ich auch. Ich spüre definitiv eine große Anspannung in meinen Händen. Man sieht es auch, erst waren sie weiß, jetzt sind sie rot, weil man sich doch sehr fest in das Tuch krallen muss, weil man natürlich einfach die Stabilität braucht, deswegen spürt man auch die Arme. Es ist total ungewohnt, sich so zu drehen und zu denken, okay, wo muss ich mich jetzt wie wenden, wo muss ich Druck auf das Tuch reingeben. Es ist sehr viel zu überlegen. Es ist sehr anstrengend, weil wie man sieht, hänge ich kopfüber, aber es ist wirklich schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es schon ziemlich schwindelig. Aber wir müssen trotzdem zur Punktevergabe kommen. Okay, für den Punkt Effektivität würden wir gerne 3 von 5 Punkten vergeben. Wir haben das Gefühl, es ist doch sehr oberkörperlastig, das Workout. Das heißt, Beine, Po können sich hin und wieder durchaus noch ein bisschen ausruhen. Für den Punkt Spaß gibt es bei uns 4 von 5 Punkten. Einfach weil das Training ziemlich komplex ist, man viel beachten muss und man nicht frei trainieren kann. Der Faktor Aussehen erhält nochmal 3 von 5 Punkten. Man muss sich bei dieser Trainingsart definitiv ein paar Stunden Zeit lassen, bis man elfenhaft und sehr elegant in den Tüchern schwingen kann.